Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir müssen in das Auto einsteigen, aber davor möchte ich mich nochmal hier etwas umsehen. Da können wir nochmal rein, da sehe ich aber tatsächlich nichts mehr. Wir können unser Logbuch öffnen. Erste-Hilfe-Schrank, vergiss nicht, dich zu verarzten. Ja, ja. Wärme auf keinen Fall vergessen, sonst leuchtet der Bildschirm ja so rot. Das kann ich nicht leiden. So kann man die ganze Werkzeugkiste eigentlich mitnehmen. Ah, Vorratscontainer konnte ich scannen. Sehr schön. Hier kann ich auch noch scannen. Scan erfolgreich. Okay, links wird jetzt was angezeigt? Alle verbauten Platten. Okay, Kofferraumdeckel würde ich gern machen, bevor wir losfahren. Stoßstange hinten brauchen wir, glaube ich, nicht. Scannen können wir also ja trotzdem mal. So, Reifen scannen. Okay, da sehen wir links Informationen über alle installierten Reifen, nehme ich mal an. Mensch, die UI ist noch ein bisschen überfordernd und was man hier alles machen kann. Das gefällt mir sehr, aber das wird ein bisschen brauchen. Gut, da ist ein Scheinwerfer. Zeigst du mir jetzt nichts an? Okay, noch ein Scheinwerfer. Okay. Habe ich was geschafft? Scheinwerfer. Diese ab Werk gelieferten 55 Watt Sealed Beam Scheinwerfer erleuchten den Weg direkt vor dir. Sie blenden entgegenkommende Fahrzeuge, bringen Rehe zum Erstarren und verleihen nebligen Morgenstunden eine gewisse mystische Aura. Ich hoffe, so viel Gegenverkehr werden wir gar nicht bekommen. Da ist noch Reifen. Okay, links ist irgendwie der Zustand, wenn ich das richtig sehe. Die Platte können wir ausscannen. Ich habe leider keine Ahnung, was das bringt. Hier primitive Tür. Ja, 05 fehlt. Kofferraumtür leer. Kann ich da noch eine machen? Vielleicht in der Werkmatte. Primitive Stoßstange. Primitive Platte. Die Platten waren doch nur seitlich, oder? Primitive Tür. Wir können doch nicht einfach eine Tür machen und die hinten dran dingeln, oder? Dafür brauchen wir Plastik noch 3 mehr und Klebeband 2 mehr. Haben wir das nicht irgendwo? Achso, ich glaube, das wird mitgezählt. Dann haben wir es tatsächlich nicht. Na gut, dann leiste ich hier mal keinen weiteren Widerstand und steige ein. Oh, fancy, das dreht sich zu mir. Ja, kann ich da neue Sachen markieren? Legende. Ausfahrtstraße offen. Ankersignal. Portal bereit. Portal zu nah. Was soll ich denn damit machen? Ach, Wegpunkte. Okay. Und da unten steht stabil. Ich dachte, hier wäre alles instabil. Ah, da ist mein Wegpunkt. Das ist passend. Ich wechsle mal auf Controller. Ja, und hier sehen wir auch schon schön, dass ich keine Kofferraumplatte habe. Na gut, wie war das? Erstmal starten im Parkmodus, das kriege ich hin. Das war der Scheibenwischer. Verzeihen. So, jetzt schnurrt es wie ein Kätzchen. Und Drive. Und dann geht's vorwärts. So, wo müssen wir lang? Nach links. Warning, High R-Levels Facility, extreme Vorsicht wird geraten. Ja, ja, wir sind ja extrem vorsichtig, ich kenne uns. Und die Scheinwerfer leuchten ja schön, oder zumindest der eine. So ganz habe ich die Spielmechanik noch nicht raus. Oh, Speed Limit ist 45. Da müssen wir aber aufpassen, dass... Achso, sind Meilen. Nicht schneller als 45 Meilen fahren. So. Da ist mein Wegpunkt. Und nun? Bin ich gestorben? Routenkarte. Ich will da oben hin und bin hier unten. Dann schätze ich mal. Mit A reisen. Na gut. Das habe ich nochmal hinbekommen. Ach, ein sehr schönes Spiel. Ein sehr schönes Spiel. Bis jetzt. Sieht's hier cool aus. Hey, wieso ist es rot geworden? Ich fand's grün idyllischer. Okay, Newbie. I'll keep this simple. Don't want to overwhelm that little brain of yours. You need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Wieso sind hier im Wald so viele Plasma-Generatoren? That's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators.
Aha. Boah, ist das ein Sturm hier. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Das beschädigt nur mein Auto. Das verkratzt noch den schönen Lack. Das müssen die blau leuchtenden Dinger sein. Okay. Ich lasse das Auto an, falls ich schnell fliehen muss. Ein Scheibenwischer bleibt auch an. Boah. So, das müssen die Plasma-Generatoren sein. Ja, sieht definitiv nach Plasma aus. So, einmal scannen. Ah, looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. Warum nicht? Ein Impulshammer. Ja, ich öffne das Inventar. Sieh her. Baupläne. Impulshammer an die Checkliste. Okay. Nicht jede Doch klingt gut. Danke, das gefällt mir. Looten gefällt mir immer. So, kann ich das Zuweisen starten? Auf die 3. Nein, du sollst doch zugewiesen bleiben. Boah. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier erstmal eine primitive Tür. Wieso redet ihr alle mit mir? Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Was sind das für Geräusche? And no, I'm still here. Was zum? Das klingt gar nicht gut. Boah, geh mal vielleicht mal ins Haus. Ada Sachs. Er ist in Ada und warum sagt die? Kann ich die Tür hinter mir zumachen? Ich mag's nicht, wenn ich Türen nicht hinter mir zumachen kann. Eine Ader-Kiste. Ah, interessant. Kann ich scannen? Weiß nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Was ist denn da drin? Glasscherben. Sind wir auf einer Hochzeit oder was? Hier Plastik. Gummientchen. Und hier müssen wir natürlich das irgendwie farblich und iconmäßig sortieren. Das sieht gut aus. Eine Werkzeugkiste. Ich scanne mal alles, was mir in die Finger kommt. Noch mehr Plastik, ist das nicht schön? Schräubchen. 9-Volt-Batterie. Die kann bestimmt nicht schaden. Starten, wollte ich sagen. Die kann bestimmt nicht schaden. So. Ein Computer, der mit mir redet. Empfohlenes Werkzeug, Verschrotter. Ich hab den Verschrotter doch. Ui. Ja, das hält dann nicht aus. Oh, so viele Komponenten. Elektronische Bauteile noch und nöcher. Also kann man die eigentlich stapeln? Ja, das macht es vielleicht deutlich angenehmer. Ja, deswegen konnte ich so viel aufnehmen. Wir können einfach ein bisschen Zeug stapeln. Ist das nicht schön? Kommen die Entchen auch mal aufeinander. Und ich dachte, wir hätten hier echt Probleme mit dem Inventar. Das läuft doch super. Elektronische Bauteile. So, mehr können wir nicht stapeln. Aber wir müssen natürlich hier noch alles aufsammeln. Und zur Sicherheit mal ein Brecheisen ausgerüstet, falls ein Monster kommt, das mich hops nehmen will. Ein Rucksack. Notration. Kann vielleicht auch nicht schaden. Und ein T-Shirt. Ne, ein Stofffetzen. Hey, Driver. Ja. Aha. Wieso? Worauf lasse ich mich denn ein? Okay. Ich bin neues Opfer. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind. Das Auto wird mir den Verstand rauben. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain. Ist auch ein cooles Auto, muss ich sagen. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh,
This one time, it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to... Dankeschön, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Das ist sehr gut. Ja, Tobias scheint eine ganz schöne Labertasche zu sein. So. Und ich bin eine ganz schöne Loot-Bitch. War ich schon immer so. Was ist im Rucksack drin? Mehr Loot? Ist es ein Brecheisen? Oh, noch ein Brecheisen. Kann man nicht stapeln, okay. Oder haben wir hier schon... Nee, das ist auf der 2, okay. Die T-Shirts bzw. die Stofffetzen kann man stapeln. Lohnt es sich, die Rucksäcke mitzunehmen? Kann ich die verschrotten? Nö. Logbuch vielleicht. Vorratscontainer, okay. Das hilft nicht so wirklich. Wir wissen, was ein Rucksack ist. Gehe ich mal von aus. Ein Fernseher. Und wollen wir auch mal verschrotten. Hui. Ich glaube, die elektronischen Bauteile sind ganz nützlich. Da hat mich gerade ein Gefahrgutschrank. Gefahr ist immer gut. Verriegelt. Reparieren mit Brecheisen. Ich will den nicht reparieren, ich will den aufkloppen. Ja, und was haben wir hier drin? Chemikalien. Gaskartusche. Gasflasche. Gasflasche. Ganz schön gasig heute hier. So, damit kann man nichts mehr machen. Was war denn hier links? Ach, das ist in meinen Händen. Ich versuche mich noch mit dem Spiel hier irgendwie anzufreunden. Was bist du denn? Ein Umwandler? Was wandelst du um? Umwandler? Zahnrad nach Konserve. Ja, ich kann dir nur eine Konserve geben. Oder machst du das umgekehrt auch? Steht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Da unten steht es ja. Zahnrad, Konserve. Passt. Wisst mal Bescheid. So, ich glaube, hier drin ist alles gelootet. Und der Sturm hat sich gelegt. Ist das nicht schön? So, dann können wir wieder ein bisschen was stapeln im Auto. Komische Geräusche überall. Ein Sommerreifen. Mit Tab. Autofrag, automatische Fern... Was ist das denn für ein Wort? Fernschreiberaufzeichnung der Ader. Okay, wir müssen nicht wissen, was ein Autofrag ist. Ich dachte, ich könnte den Reifen einfach aufnehmen. Schadet bestimmt nicht, paar zu haben. Ach, das sind meine Scheibenwischer, die hier tappeln. Boah. Hört mal auf damit, ihr macht mir Angst. So. Was brauchen wir? Den Impuls haben wir. Fehlermaterialien verfeinern. Wir brauchen noch ein Zahnrad. Ja gut, wir können hier ein ganzes Auto zerlegen. Soll ich das noch scannen? Spiel, was willst du von mir? Primitive Platten. Alles primitiv hier. Ja, was haben wir da? Klebeband. Metallschrott, Plastik. Okay, das funktioniert dann nicht. Sommerreifen. Doch, das passt. Da kriegt... Oh, da ist ein Zahnrad und unser Inventar ist voll. Das darf natürlich nicht sein. Ein Glück haben wir so viel Pappkartons. So, Health-Item. Die Konserve kommt dahin. Zahnrad stapeln wir gleich. Wir können zum Glück aus dem Auto craften, so wie das vorhin aussah. Deswegen lagern wir unser wertvolles Zeug mal hier drin. Die Entchen vor allem. Was auch immer das ist. Kupferdraht. Kommt bestimmt auch irgendwann gut, wenn wir den haben. Was bist du? Munition? Ne, Gaskartuschen. Hätte mich gewundert, hätte man Munition aufgenommen. So, keine Ahnung. Da alles voller Brecheisen, obwohl wir haben jetzt ein Ersatzbrecheisen da. Bisschen Mist da und mir Mist da. Sehr gut. Ich glaube, jetzt können wir es aufnehmen. Was bist du? Benzintank. Da braucht man doch immer so viel von. Das werde ich gleich mal abzapfen. Her mit dir. Schön abpumpen. Ich brauche eine größere Pumpe. Das dauert ja so ewig.
ein Glück war der Tank nicht voll. Was? Geräusch? Nicht gut. Schnell rein damit. Ich hätte das Auto vielleicht nicht laufen lassen sollen. So, jetzt zapfen wir noch den Rest. Was ist denn da hinten, was so rot? Ich will es nicht wissen. Ich will es im Moment nicht wissen. So, was brauchen wir? Einen Impuls haben wir herstellen. Habe ich gemacht. Was nun? Oh, ich höre Geräusche. Den tun wir auf die 4. Was ist denn hier sonst? Weiß nicht, was das ist. Tun wir ihn vielleicht auf die 1. Reparaturkit. Okay, das bleibt vielleicht auf der 4. So, was haben wir hier? Ressource. Naht. Schön ruhig bleiben alle miteinander. So. Na also. Eher mit dem ganzen Zeug. Kann ich hier auch noch was machen? Ne, das war glaub nur Ladungsverschwendung. Oh, hier hat es noch Autos. Interessant. Also so alte, verschrottbare Autos. Hier ist noch so eine Natriumdampfleuchte. Empfohlenes Werkzeug, Handstaubsauger. Den habe ich jetzt nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Dann fahren wir vielleicht ein... Ne, wir fahren noch nicht. Ich muss das Ding hier gleich reparieren. Eine primitive Platte kann ich auf jeden Fall zerlegen. Kriegt man noch ein bisschen Metallschrott. Und Ersatzreifen. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach so aufnehmen. Kann ich Hände frei kriegen und ihn direkt aufnehmen? Zuweisung aufheben. Nee. Ich dachte, ich kann den... Das finde ich noch ein bisschen komisch, wie das funktioniert. Oder wie das nicht funktioniert. So, einmal will ich... Nee, ich will die Zuweisung nicht neu machen. Okay, Reparaturkit passt. Kann man was reparieren aktuell? Braucht man ja nichts. Da war gerade Hecklappe zu sehen. Egal. Sammle Materialien und stelle Ersatzteile her. Was sind denn Ersatzteile? Wofür Ersatzteile? Spiel, hilf mir doch. Oder habe ich hier wirklich was, was Ersatzreifen? Zahnrad. Kann ich sogar herstellen aus Metallschrott. Ein Vergasermotor. Aktuell funktioniert unserer ja. Reparaturkit, Verschrotter. Da brauchen wir wahrscheinlich gleich einen neuen. Boah, passt. Wir waren noch gar nicht in dem Gebäude hier. Gehe ich mal mit dem Brecheisen voran. Mag's wie gesagt nicht, dass ich Türen hinter mir nicht schließen kann. So, T-Shirts. Oh, ich hätte mir im Auto lassen sollen. Müssen wir ja gleich zu den Pappkartons zurück. Noch ein Gefahrgutschrank. Empfohlenes Werkzeug Hände. Ich habe keine Hände. Oder? Jetzt habe ich Hände. Glaube ich habe... Mist. Wie denn? Achso, einfach E drücken. Ich habe meine Ding weggeworfen. Meine Brechstange. Die habe ich auf das Ding ge... Ah, da liegt sie. Hui. Wäre beinahe schief gegangen. Okay, Hände sind einfach eh. Wissen wir das also auch. So, was ist da drin? Sachen, die sich schön stapeln lassen. Kann ich den Spind nicht einfach in mein Auto nehmen? Plastik. Klebeband. Noch eine 9-Volt-Batterie. Ja. Und noch eine, weil so viel Spaß macht. So, die kommen auch da rein. Mensch, ist das furchtbar sortiert. Das tut mir leid. Das gefällt mir gar nicht, was ich da mache. Aber ich lerne ja noch. So, da sind einige Reagenzien und Erlenmeyer-Kolben. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Lampengehäuse. Hast du auch? Oh. Hast du was fallen lassen? Natriumdampf, Leute. Okay, da braucht man Handstaubsauger. Handstaubsauger. Passt. Gut. Primitive Tür.
Irgendwie muss ich die doch aufnehmen können. Das wäre ja albern, wenn das nicht geht. So, egal. Wir stapeln erstmal schön. Das ist schön. Ich höre Geräusche. Ich mag keine Geräusche. Ich ignoriere Geräusche. Ich glaube, das ist angebracht in dem Spiel. Solange bis man es nicht mehr ignorieren kann. So, du bist auch ein USB-Stick? Nee, du bist eine Gasflasche. Beinahe falsch gelesen. So, das kommt dahin. Ach, ist das nicht schön. Wenigstens haben die unterschiedliche Farben. Alter, leck mich doch am Arsch mit deinem Geräusch da hinten. Oh, Verzeihung, ich bin etwas nervös. War schon öfter nervös, aber trotzdem. Die Fackel behalte ich mal. Und die Brechstange auch. Kann ich echt nicht einfach hier aufsammeln? In die Hände nehmen, wie kriege ich über... Also freie Hände kriege ich auch nicht so leicht. Zuweisungen. Ich kann es fallen lassen. Ich könnte es fallen lassen, aber... So. Also sieht nicht so aus, als ob ich das aufnehmen kann. Gut. Jetzt gehört es wieder uns. Dann wollen wir hier das nochmal verschrotten. Gibt ja Gummi noch und nöcher. Au. Er ist kaputt gegangen. Brauche ich, glaube ich, einen neuen. Ein Verschrotter herstellen. Ich bräuchte einen Verschrotter, der ein bisschen länger hält. So. Ja, mit dem schönen Zeug. Das Autowrack an sich kann ich natürlich nicht. Aber die primitive Platte hier. Oh, hätte auch treffen müssen. Klebeband. Irgendwas hier noch unten. Das soll ein bisschen mehr leuchten. So, da ist noch eine Holzkiste drin. Können wir, glaube ich, nichts machen. Benzintank ist auch abgehakt. Dann würde ich mal sagen, wir fahren mal ein bisschen weiter hier rein. Also, Gang einlegen vergessen. So, für den kleinen Weg werde ich jetzt nicht auf den Controller umstellen, obwohl der liegt direkt neben mir. Ist egal. Hier wollte ich eigentlich hin. Nein! Parken! Und jetzt machen wir mal einen Motor aus. Das kostet nur unnötig Sprit. So, da haben wir noch... Kriege ich nicht auf. Brecheisen, mein guter alter Freund. Oh, seht euch den Loot an. Ist das klasse. Kann ich das direkt schnell sortieren? Sieht nicht so aus. Zumindest habe ich es jetzt nicht auf die Schnelle gesehen. Dann machen wir es halt manuell. Fackel, 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 Fackel. Alles gehört mir, alles gehört mir. Entchen. Alles meine Entchen. So, schon erledigt. Benzintank. Saug mal gleich ab. Obwohl Benzinkanister... Nee, noch ist er nicht ganz voll. Oh, bei Weitem nicht. Ich wollte dich absaugen. Okay. Wieso kann ich das nicht? Wo ist mein Benzintank hin? Ist der irgendwo hier im Inventar? Da ist er doch. Sieht eigentlich voll aus. Vielleicht ging es deswegen nicht. Muss ich das echt immer in die Hände nehmen? Damit... Ich brauche mehr Händeslots. Das ist ja ein bisschen komisch. Okay, da ist schon mal kein Reifen dran. Eine primitive Tür. Kein Reifen. Eine primitive Platte. Und gleich keine primitive Platte mehr. Schön hier mit dem ganzen... Mit dem ganzen Autokram. Ja, Ersatzreifen gibt Gummi. Wollen wir erstmal die Platte hier schön zerlegen. Oh, das gab schöne Ressourcen. So. Dann haben wir ein Gebäude und da leuchtet mich schon viel an. Und ein Schuppen. Mülleimer. Hat jemand was weggeschmissen? Ach, die Gummientchen. Die braucht man doch. Und Plastik und Glas nehmen wir auch gerne. Noch eine 9-Volt-Batterie. So, kann ich dich scannen? Kann dich wahrscheinlich auch kaputt machen? Nein. Okay, man kann es ja mal probieren. Neue Päckchen. Ein Rucksack. Okay, zumindest ein paar Materialien sind hier. Achso, eine Fackel ist auch noch da. Die hätte ich beinahe übersehen. Die können wir natürlich stapeln.
Okay, Scan erfolgreich. Die wollen wir gleich verschrotten hier, den Fernseher. Ja, und eine Kiste. Was ist da denn drin? 9 Volt, Klebeband und Endchen. Kann ich die Kiste an sich verschrotten? Ach, das ist nur so eine Holzkiste. Gar nicht gesehen. Sieht aber nicht danach aus. So, ich glaube... Ah, da oben. Sneaky-Kiste. So, nochmal Endchen und nochmal Shirt. Gut. Okay. Der Scheinwerfer auf der rechten Seite, beziehungsweise links, wenn wir von hier schauen, funktioniert auf jeden Fall. Der andere nicht. Boah, das sieht schon anormal da hinten aus. Glaub, da wollen wir nicht hin. Das ist irgendwie Map-Ende. So, ich bin Radiation Hazard. Ach, das hält uns doch nicht ab. Oh, das hat tatsächlich funktioniert. So, was haben wir denn hier drin in der Kommode? Oh, so viel Stofffetzen. Ich will alle. Und 9 Volt. So. Rucksack natürlich auch. Nochmal dasselbe in Blau. Kommode. Die kann ich doch sicher zerstören. Nö. Rucksack? Nö. Mülleimer? Vielleicht. Plastikmüll, da wo er hingehört. Gut. Ist zwar nicht die gelbe Tonne, aber trotzdem. Tür. Ich würde sagen, das ist verschwendete Liebesmüh. Da ist noch ein Fernseher. Ich scanne den mal. Auch wenn das Scannen eventuell nichts mehr bringt. Ich weiß ja, dass es ein Fernseher ist. Oh, da waren Gaskartuschen drin. Und komm schon. Und nochmal. Na gut. Geräusche halt. Man kennt sie aus dem Wald. Alles ganz normal. Shirt. Das Ding. Oh, so viele Ressourcen. Ich glaube, dann können wir uns nachher ein komplett neues Auto machen. Ein komplett neues Auto. Oh, ich bin zu fett, um da durchzukommen. Aha. Ich habe eine Lösung gefunden für mein Problem. Eine Konserve. Eine kleine Mini-Konserve. Und ganz viele 9-Volt-Batterien. Und ganz viel unheimliche Geschenke. So ein... Kein Scan-Ziel. Na gut. Empfohlen, sammle Materialien und erstelle Ersatzteile her. Zerstöre Plasma-Generatoren, um Material zu erhalten. Da brauchen wir noch 2x5. Wird erstmal Konserven lassen sich schön auch stapeln. Ach, ich hätte das farbig sortieren sollen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht gemacht habe. Egal. Oh, 20 scheint zumindest bei ein paar Sachen das maximale, die maximale Stackgröße zu sein. Das ist auch gut zu wissen. Gebrochenes Glas können wir natürlich noch stapeln. Plastik die zweite. Nein, dahin. Plastik die zweite. Ach so oder so. Ich mache das relativ beschissen gerade. T-Shirts haben wir auch zu viele. Kommt da nochmal rein. Entchen. Schrauben haben wir auch zu viele. Schön ins Auto damit. Glaube, den Rest behalten wir einfach. So, wir brauchen mehr Plasma-Generatoren, wenn ich das richtig sehe. Haben ja noch einiges an Weg zu fahren. So, jetzt aber Controller-Zeit. Erstmal starten. Und Rückwärtsgang. Und nirgends anstoßen. Mal lieber vorsichtig wenden. War hier schlimm genug, Ressourcen zu sammeln. Also nicht schlimm genug, aber es war Aufwand. Wäre jetzt schade, wenn mein Auto direkt kaputt geht. Da ist doch noch ein Plasma-Generator. Und sagt nichts. So, Parkmodus. Du bist doch einfach... Nee. Du bist ein Kaputter. Na, so eine Verschwendung, deswegen auszusteigen. Hätte ich mal ein bisschen besser hingeschaut, so. Ja? Jetzt bist du auf Drive. Okay. Dann wollen wir mal. Plasma-Generatoren, Plasma-Generatoren. Schauen wir mal hier auf das Ding. Ja, da ist noch eine Ansammlung an Siedlung. Wollen wir mal. Wegpunkt ist gesetzt.
Ich schaue nicht aufs Handy während der Fahrt. So, das sieht doch schon hier viel, viel besser aus. Ui. Ganz schön. Oh, was ist denn das für ein Vieh? Ja. Wir gehen einfach getrennte Wege. Was hältst du davon? Oh, Plasma. Ich sehe Plasma. So, ich glaube, wir müssen dann hier durchfahren. Einmal in Parkmodus. Oh, oh. Nein. Lass mein Auto in Ruhe. Drive-Modus, zurück. Zurück. Boah. Brutzelt das einfach mein Auto an. Gut, jetzt können wir aussteigen. Ich glaube, wir sind weit genug weg. Jetzt ist es plasmatisch aufgeladen. So, unser Hammer haben wir natürlich auch. Das war ein schöner Satz. Unseren Hammer Hammer. Und hier mit dem Plasma. Ich glaube, jetzt ist das hier auch nicht mehr so wild. So, Kofferraum. Ja, ich nehme alles. Vor allem die Fackeln. Hab die inzwischen so lieb gewonnen, dass ich jede einzelne Fackel in dem Spiel will. Vielleicht nutzt man die auch irgendwann mal. Okay, da hinten ist definitiv ein Vieh. Weiß nicht, was es will. Ich weiß nicht, ob es uns töten will, wenn es uns sieht. Wir ignorieren es, bis es zu schlimm zum zum Ignorieren wird. Genau, da sind noch zwei Plasmasachen. Ich glaube, da können wir einfach hinlaufen. Nein, au, doch nicht jetzt. Was soll denn das? Toll. Das hat mich gezwickt. Vielleicht hilft mir mein Auto. Oder ich muss sie ein bisschen entladen. Eieiei. Okay. Das hat es nicht gern, wenn ich zu nahe komme. Mein Auto hat schön auf sich gezogen. Vielleicht ist das ja die richtige Strategie. Ja, Benzin haben wir, glaube ich, gerade genug. Wir haben eh keine Kanister. Was ist denn da schon wieder los? Wieso hängst du so schlapp runter? Primitive Stoßstange. Au! Wer? Wo? Ach, mein Auto fügt mir jetzt Schaden zu. Uiuiui. Will mich denn jeder verletzen heute? So, wir probieren es nochmal, indem wir hinfahren. Und das vielleicht aufs Auto lenken. Also auf dem Untergrund kann man nicht gescheit fahren, falls ihr das vorhattet. Fahrzeugschutz beeinträchtigt. Das ist nicht gut. Generell ist das nicht gut. Okay, das war die denkbar doofste Idee, die man haben konnte, glaube ich. So. Hab ich ein Reparaturkit? Bestimmt irgendwo. Da oben war es doch. Zuweisen. Auf die 4. Und wie mache ich das dann? Stahltür. Stahlplatte. Schön drauflackieren. Ja, das funktioniert. Reifen ist in Ordnung. Stoßstange fasse ich besser nicht an. Der hängt zwar ein bisschen runter hier, aber das passt schon so. Einmal neuer Lack drauf. Können wir wie neu verkaufen. Ich mag dieses gefräßige Teil. Ja, sieht wunderbar aus. Heckstoßstange habe ich doch gar keine. So, und wie mache ich das jetzt? Mit viel Gefühl oder mit viel Helf? Oh. Komm schon. Nicht der. Die 1. Au. Schlechte Idee. Auf zum Helfer-Item. Wie kann ich das ausrüsten? Erste Hilfe-Set benutzen, rechts halten. Okay. Ja, ich heile hoch. Kann ich hier schon raus? Ja, ich heile.
Okay, ich würde sagen, das ist definitiv der falsche Ansatz, einfach da was absaugen zu wollen. Vielleicht müssen wir ja zuerst hier hingehen. Das ist wieder so ein unfreundlicher. Komm schon. Nein! Ja! Der war schnell zu zerstören. Wieso denn das? Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Okay. Boah, die großen Silos sehe ich ja jetzt erst. Irgendwie hat's den jetzt auch geschrottet. Naja, passt. Nehm ich so hin. So, die Plasmateile sehen wie aus? So. Haben wir noch gar keine? Ich dachte, ich habe die aufgesammelt. Wie blöd. Glas. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Glas. So, noch ein Stethoskop. Nee, Quatsch, ein Kupferkabel. Sieht ein bisschen aus wie ein Stethoskop. Noch ein Shirt. Schraube locker ist bei mir allemal eine. So, Starthilfe, Reparaturkit braucht man gerade nicht. Erste-Hilfe-Set. Oh, eins haben wir schon verbraucht. Primitive Tür. Lasst uns doch mal eine davon herstellen. Und? Ja! Das hat funktioniert. Wir haben einen Kofferraum. Oh, ist das schön. Vorstellungsrunde abspielen. Achso. Driver, we never introduced ourselves. Das ist in Ordnung. Tobias Barlow, former Artem Maintenance Manager. Oh, aha. And here with me is Dr. Francis Cook. Hallo, Dr. Francis. I'm a scientist researching limb technology right here in the zone. We live right in the mid zone. Just a hop, skip and a jump over another big old wall from where you're at. Oh, aha, was ist passiert? That old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology. The maven of electromagnetism. That's enough. Resident Party Pooper. Kann ich euch irgendwie stumm schalten? Okay, ihr haltet schon die Klappe. Das finde ich sehr sympathisch. Motor. Motor an. Sehr gut. Drive. Dann Drive auch. So, zurück auf die Straße. Ist das nicht schön? Also ich liebe das Spiel. Das generell, ich kann sehr viel mit so Fahrspielen anfangen und das ist einfach nur... Das triggert bei mir relativ viele Button. Vor allem den Loot-Button und den Auto-Button und den Sci-Fi-Button. Also ich wusste gar nicht, dass ich so viele Buttons heute habe. Da ist wieder so ein Vieh. Ist es freundlich? Ist es nicht freundlich? Wir müssen den Radiosender auf jeden Fall... Da hinten ist doch so eine Antenne. Nee, das ist nur eine Stromleitung. Wo ist das Ding hin? Ach, das ist da hinten. Das sieht hier aber unsympathisch aus, alles. Das sieht hier aber alles so unsympathisch aus. Und das soll ich nicht looten. Ui, 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 ui. Die Steine sollten nicht so fliegen. Okay. Wir halten mal ganz kurz an. Oh, das sieht richtig aus. Da oben... Wegpunkt. Das muss ja richtig sein. Fahren wir mal da entgegen, ohne hier irgendwie großartig an die Autos zu krachen. Oh oh, Straßenblockade. Ich crash einfach durch. Nee, vielleicht fahren wir außen rum. Okay, da ist noch Plasma-Ding. Und hier steht, Siram hat verloren. Raus mit euch. Ich weiß nicht, was die Teile vorhaben. Ich finde es aber cool, dass sie unten Autoreifen haben. Ich denke mal, wir schleichen uns einfach hier links außen vorbei. Da ist... Ah, das ist der Rückweg, wo wir wahrscheinlich über die Rampe kommen. So. Also ich glaube, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Das ist doch nicht die Straße hier, oder? Die nach links. Ich habe die Straße verloren. Wie ging denn das? Au. Ich merke das in meinem Controller. Das Auto ist nicht begeistert, was ich hier mache. Ich habe doch nur
bescheidene Reifen drauf. Na ja, schon mindestens hier eine schöne Siedlung. Und das ohne die fliegenden Monster im Moment. Ja, finde ich schön. Da haben wir Big Dance, also da leuchtet es. Weiß gar nicht, ob ich jetzt alles looten soll oder was ich hier überhaupt machen soll. Wieso sind da Gestalten drauf? Und Geräusche von links. Na gut. Achso, da ist noch so ein Vieh. Dann steig ich mal aus, würde ich sagen. Das sehen wir uns an. Aber erst beim nächsten Mal. Ich denke nämlich, das reicht schon für die Episode. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns.